Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Robert Habeck und Olaf Scholz fliegen gemeinsam nach Kanada. Die Delegation ist groß wie selten auf einer vergleichbaren Reise. Neben den Journalisten werden beide von hochrangigen Wirtschaftsvertretern begleitet. Kanada ist als Partner wichtiger geworden, gerade in Kriegszeiten. Das war ein ARD-Bericht vom Anfang dieser Woche von der Reise des Bundeskanzlers nach Kanada. Und es ging dann in dem, was darauf folgte, weniger um Kanada. Ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen. Es ging um das, was man eigentlich aus diesen Bildern aus dem Flugzeug des Bundeskanzlers gesehen hat. Ich habe gesehen, kleine Bildbeschreibung, dicht gedrängte Reihen. Ich war nicht dabei, dachte, boah, so eng gedrängt, so gefüllt ist das da eigentlich selten. Man hat da immer ein bisschen mehr Platz und erst beim zweiten Blick fiel mir auf, klar, die tragen alle keine Masken. Und das galt auch für den Frank Kapellan, der da ist. Hier ist Stefan Detjen am Mikrofon. Hallo Frank. Ja, hallo. Ich hatte auch keine auf. Ich gebe es zu. Ja. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Wollen wir schon nochmal von dir selber hören, wie das war. Aber Nadine Lindner ist auch mit dabei in der Runde bei diesem Politik-Podcast 275. Hallo Nadine. Ja, hallo. Schönen guten Tag aus dem Homeoffice ins Studio nach Mitte. Ja, erzähl mal Frank, wie war das? Ja, wie war das? Ich habe das zunächst gar nicht mitbekommen. Ein Kollege zeigte dann dieses Filmchen, was du beschrieben hast, wo wir dann eben zu sehen waren. Olaf Scholz, auch Robert Habeck, der Vizekanzler, der war ja auch dabei, alle ohne Maske im Gespräch in diesem Flugzeug auf dem Weg nach Kanada. Und das ging dann über Twitter rund und da beschwerte sich jemand mit Blick auf eine vermeintliche Doppelmoral der Politik. Warum haben die eigentlich keine Maske an? Das Ganze hatte sich so entwickelt, es gab strenge Auflagen. Wir wurden auch aufgefordert, Masken in ausreichender Zahl mitzubringen. Wir mussten aber vor allen Dingen 24 Stunden vorher einen PCR-Test, also keinen Schnelltest, sondern einen richtigen PCR-Test vorlegen. Und ich kam dann in diesen Flieger hinein und sah eigentlich, dass die überwiegende Mehrzahl ohne Maske da saß. Es gab dann auch keine entsprechende Ansage. Wobei natürlich das Bordpersonal, Angehörige der Luftwaffe, alle eine Maske trugen. Und dann entwickelt sich das eigentlich so, wenn man da so gemeinsam sitzt, dass man geglaubt hat, oder ich habe auch gedacht, wir sind da in relativer Sicherheit, wir haben gerade einen PCR-Test gemacht und wir müssen jetzt nicht zwingend diese Maske tragen. Aber das finde ich ja interessant, du hast gesagt, keine Ansage. Also ich erinnere mich von den Reisen, die ich mitgemacht habe in letzter Zeit, da gab es immer diese Ansage, auch mit Hinweis auf internationale Flugvorschriften und dann war, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, kam, ist Maske Pflicht oder empfehlen wir Tragen einer Maske? Ja, das gab es jetzt nicht. Ich habe es auch noch so erlebt, als ich mit dem Kanzler nach Japan fliegen durfte, da war das noch strenger. Und jetzt hat man sich ja darauf berufen, auch der Regierungssprecher Steffen Hebestreit, der gesagt hat, das war eben kein öffentlicher Flug. Und das würde ich jetzt auch so sehen, wo die allgemeinen Vorgaben zu gelten haben, die etwa für die Lufthansa gelten, dass man da Maske tragen muss, sondern es war ja ein interner Flug, eben ein Regierungsflug, organisiert von der Luftwaffe und da gelten eben andere Vorschriften. Darauf wurde jetzt im Nachhinein ja verwiesen. Da gibt es den sogenannten Geschwaderbefehl, dass nur ein Tragen der Maske empfohlen, aber nicht zwingend vorgeschrieben wird. Frank, was mich interessieren würde, hattest du denn irgendwie da schon eine Vorstellung, dass das symbolisch schwierig werden könnte? Hatte man das irgendwie überhaupt irgendwie im Kopf, so nach dem Motto, Bundesregierung wird im Hinblick auf den Herbst möglicherweise strengere Maskenpflichten anordnen? In allen anderen Flugzeugen, wo man so sitzt, wenn man jetzt nicht gerade privilegiert mit der Luftwaffe unterwegs ist, müssen Masken getragen werden. Aber da gibt es auch keinen PCR-Test. In der ganzen Deutschen Bahn. Ja, aber ich meine, hatte man irgendwie diese symbolische Ebene irgendwie mit im Blick, hat man sich ja irgendwie Gedanken drüber gemacht. Vielleicht hätte man sich Gedanken drüber machen müssen. Das will ich selbstkritisch einräumen. Möglicherweise hätte ich die Maske tragen sollen, allein aus diesen Gründen. Aber wie ich das eben geschildert hatte, ich glaube, man fühlte sich da in guter Sicherheit wegen des PCR-Testes. Es waren auch zwei Kollegen, die nicht mitreisen durften, weil sie positiv getestet worden waren vor Abflug. Die mussten also zu Hause bleiben.
Und insofern ist man da ja vielleicht zu locker reingegangen. Ich selber bin privat in den Vereinigten Staaten gewesen im Sommer und habe da die Maske getragen, obwohl es da nicht Pflicht war. Da hat im Prinzip auch ganz wenige Leute haben die Maske dort getragen. Aber der Unterschied ist eben meiner Ansicht nach diese strenge Testen, PCR-Testen. Der Unterschied ist eben auch der, dass es kein öffentlicher Flug war, dass da eben andere Regeln gelten können. Aber natürlich, Hashtag Doppelmoral, das ging ja direkt hoch, kann ich das verstehen, dass es da eine Diskussion gibt über Politiker und auch über Medienvertreter, die glauben, sich da aber über Regeln hinwegsetzen zu können. So wird es ja dargestellt. Rechtlich würde ich auch nochmal sagen, also ich habe auch gleich nachgeschaut und das ist ja dann auch öffentlich diskutiert worden, Infektionsschutzgesetz, Paragraph 28b, das sagt eben sehr eindeutig im Anfang gleich, Absatz 1 dieses Paragraphen 28b, die Verkehrsmittel des Luftverkehrs und des öffentlichen Personennahverkehrs. So, und dann kommt die Maskenpflicht. Und natürlich ist auch der Luftwaffen-Airbus Konrad Adenauer, in dem ihr geflogen seid, ein Verkehrsmittel des Luftverkehrs. Aber ich würde auch als Jurist sagen, also wenn das so ausgelegt wird, dass das aus dem Kontext des Gesetzes heraus für den öffentlichen Personenverkehr gilt und für die Luftwaffe da Sondervorschriften gelten, kann man das rechtlich wahrscheinlich halten. Wir werden es wahrscheinlich nie so genau erfahren, weil ich nicht sehe, dass da Gerichte darüber entscheiden. Ja, das wäre ja dann vergleichbar in irgendwelchen Learjets, in Firmenflügen, da müsste man ja auch dann die Maskenpflicht durchsetzen. Und die würden dann sicherlich auch sagen können, das ist eine Privatveranstaltung und hier gelten unsere eigenen Regeln. Also das ist sicherlich juristisch dann eine heikle Geschichte. Naja, ich meine, das ist natürlich jetzt irgendwie juristisch vielleicht haltbar zu begründen. Mein Eindruck war, dass es gerade für den Account, der nach unseren Recherchen dazu den ersten Tweet abgesetzt hat, das ist ja vor allem auch über Twitter so groß geworden und prominent geworden, kurz nach diesem Beitrag im Mittagsmagazin, wo diese Bilder dann aus der Regierungsmaschine zu sehen waren, das hat nur 2 Stunden gedauert, das ist der Twitter-Account ArgoNerd und wenn man sich so ein bisschen auf Rechts-Twitter rumtreibt, wie ich es ja ganz oft tue, dann ist es ein Account, über den man ganz oft stolpert, weil er relativ groß ist mit fast 97.000 Followern und der sich auch so ein bisschen als Markenzeichen genommen hat, Journalisten, Journalistinnen, gerade auch gerne aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit allen möglichen Dingen ja so ein bisschen bloßzustellen, ein bisschen rauszustellen, auch durchaus ja entweder über die Doppelmoral dann auch ein bisschen herabzuwürdigen. Und da ist es natürlich so, dass dieser Tweet dann quasi explodiert ist mit 4.000 Retweets, also Weiterverbreitungen mit 13.000 Likes. Das ist schon relativ prominent. Und es ist interessant, wenn man sich anschaut, wer alles so unter den Followern von diesem ArgoNerd ist. Da sieht man, das ist so die ganze Bandbreite. Unter anderem ist die Basis dabei, die ja so als Anti-Corona-Maßnahmenpartei groß geworden ist. Da ist auch der klassische Querdenken-Account dabei. Da sind aber zum Beispiel auch mit Dimitrios Kissoudis, enge Mitarbeiter von Tino Chrupalla, dem Co-AfD-Chef dabei. Und da kann man halt schon, braucht man nicht viel Fantasie, um zu merken, dass das in diesem Milieu auf Twitter dann ja halt auf große Begeisterung schlägt. Und was auch noch interessant ist, er ist nicht nur auf Twitter aktiv, sondern auch bei Kontrafunk, was so ein neu gegründetes, ja, manche sagen AfD-nahes Radioprogramm ist, was linear Radioinhalte erstellt, Klammer auf, wo auch ehemalige Redakteure des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, auch des Deutschlandfunks mit dabei sind. Also das ist jemand, der, ich würde sagen, knietief auch in diesem rechten Medienmilieu unterwegs ist. Also mitbekommen hat es ja dann offenbar auch Alexander Graf Lambsdorff. Die FDP hat das Ganze dann sehr schnell zu einem Politikum gemacht und da wurde dann sehr schnell gesagt, also wenn nicht mal auf dem Regierungsflieger die Maskenpflicht durchgesetzt wird, dann können wir das generell nicht tun. Denn gleich nach der Rückkehr des Kanzlers stand ja die Vorstellung des Bundesinfektionsschutzgesetzes, die Reform auf der Tagesordnung. Und Stefan, da haben wir dich ja auch gesehen mit Maske, als du die Leitung der Bundespressekonferenz übernommen hast. Man sah das im Fernsehen, Marco Buschmann, der Justizminister, der, wenn ich das richtig beobachtet habe, ohne Maske kam und Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, der natürlich, so wie wir ihn kennen, fast ständig mit der Maske rumläuft. Wie war das dann? Wurde das da thematisiert, die Maskenpflicht bei euch hier im Haus? Ja, natürlich. Also das muss man vielleicht nochmal erklären. Ich bin wie andere Journalisten auch Mitglied des Vorstands der Bundespressekonferenz und
leite da manchmal die Pressekonferenzen und das ist dann im Fernsehen zu sehen und da gibt es dann diese Schnittbilder, so war das da offenbar auch, ich habe das selber gar nicht gesehen, dass da gefilmt wurde, wie ich die beiden Minister im Atrium des Pressehauses hier begrüßt habe und in der Tat, das war so, Lauterbach kam mit Maske rein, Buschmann war schon ein bisschen vorher gekommen, kam ohne Maske rein, fragte dann gleich, wie ist hier die Regelung und ich habe gesagt, wir empfehlen hier das Tragen von Masken und dann hat er gleich auch gesagt, klar, trage ich auch eine. Das war insgesamt natürlich auch später dann in den Regierungspressekonferenzen deutlich spürbar, dass man sich da in einer unglücklichen Lage ertappt gesehen hat. Auch Buschmann hat das dann auch in der Pressekonferenz gesagt, ohne den Bundeskanzler oder die Verteidigungsministerin, die da für die Flugbereitschaft zuständig ist, offen zu kritisieren. Aber er hat den Punkt angesprochen und hat gesagt, für die Durchsetzbarkeit, für die Akzeptanz dieser Regelung, die ja dann in diesem Infektionsschutzgesetz dann unmittelbar nach der Rückkehr des Kanzlers vorgestellt worden, für die ist das natürlich total wichtig, dass das überall gleich geht. Und insofern, Nadine, das ist interessant, was du gesagt hast über den Ursprung dieser kritischen Welle, dass das von einem eher rechts einzusortierenden Tweet oder Twitterer herkam. So entstehen solche Dynamiken. Aber das kann man, glaube ich, überhaupt nicht in dieser Ecke belassen. Das ist vollkommen, ich finde das vollkommen richtig, dass das thematisiert, auch kritisiert wurde. Auch wir im Deutschlandfunk haben das sofort aufgegriffen. Frank, du bist unmittelbar nach der Landung, bist du auch ins Programm gegangen, hast die Szene da erzählt. Das ist in unseren Nachrichten thematisiert worden. Natürlich gerade mit dem Zusammenhang, dass diese Bilder durch die Welt gehen und unmittelbar danach dann die Bundesregierung die neuen Regeln des Infektionsschutzgesetzes vorstellt. Na gut, und es ist ja jetzt auch so, es gibt ja jetzt auch Meldungen, und das kann ich auch ein bisschen aus eigener Anschauung bestätigen, dass andere Regierungsmitglieder das durchaus auch strenger handhaben. Annalena Baerbock berichtet jetzt der Spiegel, dass sie dort die Delegation auch in der Luftwaffe FFP2-Masken tragen musste, trotz des PCR-Tests. Und ich bin zwar nicht so oft mit Annalena Baerbock unterwegs, weil ich ja die Außenpolitik jetzt nicht als Thema habe. Ich war aber mit ihr im April im Baltikum, und da kann ich mich dran erinnern, dass wir auf den Flugstrecken dann aber auch viel in diesen Bussen, in denen man dann unterwegs ist, aber auch zum Beispiel bei Presseterminen sehr, sehr viel Maske anhatten. Und ich muss auch sagen, auch als aus der, Position einer Teilnehmerin, das hat schon natürlich auch seinen Sinn, weil es ist dann später eine Kollegin positiv auf Corona getestet worden. Mit der hatte ich dann am Morgen noch kurz gefrühstückt. Ja, beim Frühstück ist natürlich nichts mit Maske. Und dann war ich dann aber irgendwie doch froh, dass es sich dann nur auf einen kurzen Moment bezogen hatte und dass man die meiste Zeit dann doch mit Maske war. Ich glaube aber, dieses Thema wird uns jetzt auch im Anflug auf den Herbst, die kältere Jahreszeit, ich denke, gesellschaftlich wie politisch, wird das nicht an Sprengkraft und auch an Dynamik verlieren, ja, was man dort in Diskussionen erleben wird. Bevor wir gleich nochmal zu den Kanada-Themen kommen und zu den Energiethemen, nur noch, ich glaube, man muss nochmal daran erinnern, das hängt nicht von den einzelnen Ministern ab, welche Regeln da im Flugzeug gelten. Der Frank hat das gesagt, das ist dieser sogenannte Geschwaderbefehl, der da offenbar geändert worden ist vor dieser Reise des Bundeskanzlers, bei allen Reisen des Bundeskanzlers, die ich früher vorher mitgemacht hatte, ebenso wie bei Reisen der Außenministerin, sind die Masken getragen worden. Aber natürlich haben wir auch gesehen, so wie überall in der Bevölkerung, man bekommt dann den Eindruck, das wird lockerer gehandhabt, die Disziplin ist nicht mehr ganz so stark, wie sie mal gewesen ist. Und vor allen Dingen, was ich ja eben auch angedeutet hatte, im Ausland wird es auch im europäischen Ausland ganz anders gehandhabt. Und dadurch wird es ja jetzt auch zu einer politischen Diskussion. Müssen wir weiter diese strengen Regeln haben? Der Flug, mit dem ich in die Vereinigten Staaten gereist bin, das war ein KLM-Flug, da gab es keine Maskenpflicht. Ich bin mal gespannt, ich fliege am Montag mit dem Kanzler. Mal gucken, ob da die Ansage kommt, ob der Geschwaderbefehl dann geändert worden ist. Ich werde mal nachfragen, wie ist der Geschwaderbefehl zurzeit. Also, Schlussstrich darunter, reden wir nochmal über Kanada, Frank. Das hat ja fast diese interessanten Themen, bei denen es um Energielieferungen, Energien der Zukunft ging, dann überlagert. Erzähl nochmal, was dir da besonders in Erinnerung geblieben ist aus diesen Gesprächen, bemerkenswerterweise eben der Kanzler und der Wirtschafts- und Energieminister im Flugzeug. Ja, das war ja auch das eigentlich Interessante, auch für uns, dass die beiden da gemeinsam geflogen sind, Kanzler und Vizekanzler. Und dass das jetzt von dieser Debatte so überlagert wurde, naja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es alles überlagert hat. Es war eine interessante, es war eine wichtige Reise.
Es wird immer gefragt, ich wurde immer gefragt, was hat der Kanzler, was haben Habeck mitgebracht? Sie haben Wasserstoff mitgebracht, aber kein LNG, kein Flüssiggas. So kann man das vielleicht auf den Punkt bringen. Es wurde ein Wasserstoffabkommen unterzeichnet. Wir waren da zuletzt auf Neufundland, Stephenville. Das ist eine ehemalige amerikanische Militärbasis. Dort gibt es einen Tiefwasserhafen. Dort gibt es vor allen Dingen sehr viel Wind. Und da sollen Windkraftanlagen gebaut werden zur Produktion von grünem Wasserstoff. Und der soll dann in Form von Ammoniak mit Schiffen nach Deutschland gebracht werden. Wir bauen ja gerade diese LNG-Terminals an der Nordseeküste, ziehen die in Rekordtempo hoch. Und da kann eben nicht nur Flüssiggas angelandet werden, sondern eben auch Wasserstoff. Das ist so ein bisschen noch Zukunftsmusik. Ab 2025 soll das losgehen, aber Justin Trudeau und Olaf Scholz hatten sich schon sehr früh, also der kanadische Premier und unser Kanzler hatten sich schon sehr früh auf eine solche Energiepartnerschaft verständigt. Das war schon lange vor dem Krieg des russischen Präsidenten Putin gegen die Ukraine im Gespräch. Und das wurde nun konkretisiert. Aber natürlich stand dahinter auch die Hoffnung, dass uns Kanada kurzfristig würde helfen können mit Flüssiggaslieferungen. Und da würde ich sagen, hat man so hinter den Kulissen gehört, ja, vielleicht geht da schon noch was. Aber man wird uns da nicht im kommenden Winter helfen können. Das hat auch Trudeau so dargestellt, dass das kanadische Gas wird im Westen Kanadas gefördert und wird dort von dort nach Asien exportiert. Und an der Atlantikküste gibt es eben keine Terminals, die müsste man erst bauen. Da gibt es auch Widerstand in der Bevölkerung. Also da ist man nicht weitergekommen. Aber Frank bzw. Stefan, ihr wart ja jetzt schon auf einigen Reisen mit. Ich frage mich, ist das nicht letztendlich eine Kette, auch eine Kette der Enttäuschungen, die man beim Thema kurzfristiger Gaserwerb dann auch Habeck durchaus vorwerfen kann, wie es ihm ja auch vorgeworfen wird, dass er in der Welt unterwegs ist, zwar langfristige Energiepartnerschaften, Lieferbeziehungen vielleicht aufbauen kann, aber für das, was wir im Moment brauchen, nämlich die 46 Milliarden Kubikmeter russisches Gas, jetzt relativ akut zu ersetzen, dass da die Bilanz doch auch halbwegs mager aussieht? Da hat Habeck auch immer darauf verwiesen, auch während dieser Reise, dass wir trotzdem sparen müssen, dass wir 20% etwa, so ist ja die Marge, unseres Gasverbrauches im kommenden Winter einsparen müssen. Was er allerdings angekündigt hat, dass die Kanadier uns insofern helfen können, dass sie mehr Flüssiggas auf den Weltmarkt bringen, dass mehr Flüssiggas möglicherweise noch über Schiffe nach Asien exportiert werden kann, auch über Pipelines in die Vereinigten Staaten. Und wenn insgesamt dort mehr Gas vorhanden ist, dann kann man auch im Energiegeschäft einen sogenannten Ringtausch vielleicht auf den Weg bringen. Das ist die Hoffnung, dass man eben sagt, die asiatischen Länder brauchen weniger Flüssiggas aus dem arabischen Raum und da kann der Nahe Osten dann uns möglicherweise dann mit LNG-Gas im kommenden Winter, also ab Januar, wenn die Terminals fertig sind, auch vermehrt helfen. Habeck verweist auch immer wieder darauf, dass das eigentliche Problem nicht das zur Verfügung stehende LNG, das Gas ist, sondern die Möglichkeiten, es in Deutschland anlanden zu lassen. Also es fehlen einfach die Terminals. Wir haben nur die Pipelines aus Russland und haben derzeit noch keine Terminals, mit denen Flüssiggas ins Land gebracht werden kann. Er sagt natürlich zu einem hohen Preis, aber es gibt viel Gas auf dem Weltmarkt. Ja, und Kanada geht, glaube ich, bei dieser deutsch-kanadischen Partnerschaft geht es wirklich um natürlich viel mehr als diese Energielieferung. Kanada wird da jetzt nochmal ganz besonders interessant, aber das ist eben ein langfristiger Partner. Aber ich glaube, wenn man diese Reisen anschaut, das war bei Justin Trudeau, glaube ich, ähnlich wie bei der Reise Annalena Baerbocks nach Kanada, bei der ich Anfang des Monats dabei war, wo man sehr deutlich gesehen hat, wie es da auch darum geht, sehr persönliche Beziehungen aufzubauen. Du hast jetzt erzählt, Frank, der Besuch von Scholz bei Trudeau begann auch mit einem privaten Essen. Bei Annalena Baerbock war das auch so. Die hat da erkennbar in der kanadischen Außenministerin Melanie Joly eine Partnerin gefunden, von der sie sich eben hofft, dass da auch so ein persönliches Vertrauensverhältnis wächst. Das sind beides
verhältnismäßig junge Frauen, 41, 43 Jahre alt, die beiden. Vom Typus her ähnlich Melanie Jolie, eine, die der auch nachgesagt wird. Das könnte mal eine mögliche Nachfolgerin von Justin Trudeau sein, also auch beide sehr ambitionierte Politikerinnen. Und auch da war das ganz deutlich, der Besuch in beiden Fällen, Scholz und Baerbock, nicht in der Hauptstadt zunächst, sondern in Montreal, in der Heimatstadt von Trudeau und von Melanie Jolie, private Abendessen, Stadtführungen. Also diese Dimension der Politik ist da sehr deutlich geworden. Ich glaube, da geht es auch darum, in dieser nordamerikanischen Partnerschaft nochmal die Beziehungen zum großen Nachbar, zum Nachbarland der Vereinigten Staaten zu stabilisieren. Denn das ist ja auch sehr deutlich. Man schaut auf die USA und sieht sehr deutlich, das ist ein Land, wer weiß, wie stabil das in den nächsten Jahren auch nach der Midterm-Election, dann nach der Präsidentschaftswahl sein wird. Also ich bin da auch immer wieder nachgefragt worden, wie echt, wie authentisch ist das eigentlich? Also diese Beziehung zwischen Olaf Scholz und Justin Trudeau, er hat selber zu verstehen gegeben, dass es über das Politische hinausgeht, dass es eine persönliche Freundschaft ist. Und das ist ja nicht verkehrt, wenn man die nutzen kann, wenn da zwei Staaten mit ähnlichen demokratischen Werten zusammenfinden. Und ich nehme das Olaf Scholz ab. Justin Trudeau beispielsweise hat bei einem Empfang zum Abendessen, zu Beginn durften wir dabei sein, da hat er ausdrücklich daran erinnert, vor 5 Jahren, Olaf, da warst du Hamburger Bürgermeister und da war ich bei dir zu Gast in Hamburg. So, und jetzt revanchiere ich mich hier mit diesem Essen so sinngemäß. Also zwischen den beiden stimmt die Chemie. Ich finde, das konnte man auch beim G7-Gipfel in Elmau erleben. Also die haben da gerade, was die Dekarbonisierung angeht, da haben sie gemeinsame Vorstellungen, also das Loskommen von fossilen Brennstoffen. Und das versucht man jetzt entsprechend auf den Weg zu bringen. Annalena Baerbock hilft da auch bei. Und es wurde der Delegation zum Beispiel hoch angerechnet, dass Scholz jetzt anders als sonst, es wurde gesagt, das hätte es noch nie gegeben, ausschließlich Kanada bereiste. Und Trudeau meinte dann, ja, das finden wir schon toll, dass du nicht auf dem Weg von oder nach Washington mal eben im Express hier vorbeikommst, sondern dass du dir Zeit nimmst. 2,5 Tage waren wir dann in Kanada. Ja, aber diese Übereinstimmung, da gibt es natürlich auch Dissense. Thema Atomkraft, das ist Annalena Baerbock, jedenfalls auch von Melanie Jolie, sehr deutlich erklärt worden. Jolie hat gesagt, wir glauben an die neuen Kleinreaktoren, die Kanada ähnlich wie Frankreich entwickelt. Die erhoffen sich davon, besonders in den Weiten im Norden Kanadas, die Möglichkeit mit kleinen, mobilen Kernreaktoren Energiesicherheit zu schaffen. Da wird dann nicht so gern drüber geredet. Da war Annalena Baerbock dann auch immer schmallippig. Da kommen wir vielleicht im Laufe des Podcasts auch nochmal drauf, dass da ja auch in Deutschland jetzt, was die Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke angeht, Entscheidungen anstehen. Aber trotzdem, wenn ich das vielleicht noch kurz sagen darf, es gibt ja auch große Übereinstimmung jetzt im Umgang mit Putin. Ich erinnere an die Turbine, diese Gasturbine, die von Siemens in Kanada gewartet wurde. Und das war ja Thema bei deinem Besuch, Stefan, als du Annalena Baerbock begleitet hast. Da hat Trudeau ja auch dafür gesorgt, dass diese Turbine nach Deutschland geliefert werden konnte, nachdem sie gewartet worden ist. Sie steht jetzt immer noch hier rum. Putin will sie nicht haben, spielt damit. Aber da musste sich der kanadische Premier ja auch durchsetzen gegen erheblichen Widerstand in Kanada, weil es dort eine starke ukrainische Diaspora gibt. Und die haben dann gesagt, damit werden die Sanktionen unterlaufen. Da machen wir nicht mit. Und da hat er gesagt, doch, wir müssen das machen und wir helfen den Deutschen damit. Also insofern diese beiden Besuche, ist ja auch ungewöhnlich, Außenministerin und Kanzler innerhalb von 3 Wochen in diesem Land, auch abstatten von Dank dafür, dass die kanadische Regierung da sich so in die Bresche geworfen hat für eine Bundesregierung, die natürlich echt in der Bedrängnis ist. Das haben wir jetzt auch gesehen in den letzten Tagen. Diese Energiepolitik steht jetzt auch handwerklich in der Kritik. Ich glaube, das prägt auch das Klima hier sehr stark, dass wir sehen, diese Gasumlage, die da jetzt im Mittelpunkt steht, die wirft wirklich Fragen auf. Ich weiß nicht, wie das auf der Reise spürbar war. Habeck war auch dabei. Ich erlebe das auch im Wirtschaftsministerium. Also da hat man auch heute in der Regierungspressekonferenz gesehen, da wird gesagt, wir prüfen das jetzt alles nochmal. Aber da sieht man, da kratzt man sich wirklich an der Stirn und fragt sich ganz offenkundig, haben wir das alles richtig gemacht?
Ja, natürlich war das auch Thema, zumindest so in den Anfängen bei dieser Reise. Es war ja auch eine hochrangige Wirtschaftsdelegation dabei. Es war zum Beispiel auch der Chef des angeschlagenen Gasversorgers Uniper dabei, der das Ganze, die Gasumlage ja eigentlich mit ins Rollen gebracht hat. Aber diese handwerklichen Fehler, das hat sich eigentlich jetzt erst in den vergangenen 2 Tagen so abgezeichnet, dass man gesehen hat, da wollen manche doch den großen Reibach machen, also auch Konzerne, die es nicht nötig haben. Zu Beginn hatte man eigentlich eher gesehen, dass beispielsweise Shell gesagt hat, wir verzichten auf die Gasumlage, wir brauchen das derzeit nicht. Ob das auch eigennützig ist, dass man möglicherweise dann geringere Gaspreise, dass man da auf dem Markt konkurrieren kann, Kunden gewinnen kann, das ist eine andere Frage, aber diese handwerklichen Fehler, ich glaube, das, Nadine, du hast das auch verfolgt, hat sich jetzt erst heute und gestern so herauskristallisiert, was da alles falsch läuft. Ja, ich glaube, das hat sich so über den Lauf der Woche schon aufgebaut und meiner Ansicht nach hat das in der Regierungspressekonferenz auch seinen Ausgang genommen, wo ein Kollege dann auch nachgefragt hat, ob denn eine drohende Insolvenz tatsächlich auch mit ein Grund, eine Bedingung dafür ist, dass diese Gasumlage ausgezahlt wird. Und da konnte man sehen, wie eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums offensichtlich nicht auf diese Frage wirklich gut vorbereitet war. Und ab da hatte ich das Gefühl, ging es auch durch die sozialen Netzwerke und ab da war dann natürlich diese Frage im Raum, wer profitiert eigentlich davon und wer profitiert davon vielleicht ja jetzt nicht im legalen Sinne zu Unrecht, aber natürlich in einem moralischen Sinne zu Unrecht. Mein Eindruck ist, dass Robert Habeck sich hier eigentlich so den ersten, Bock geschossen hat politisch, dass das der erste Bumerang ist, der ihn einholt, weil zum einen handwerkliche Fragen aus seinem Ministerium kommen. Diese Gasumlage geht ja auf eine Verordnung zurück, die aus dem Wirtschaftsministerium kommt. Und ich habe auch das Gefühl, dass zum ersten Mal da der Kommunikator Habeck auch nicht so gut unterwegs war, wie man ihn sonst vielleicht kennt, weil er ja argumentiert hat, es gäbe ja nicht die alternative Gasumlage oder keine Gasumlage, sondern es gäbe nur die Alternative, dass bestimmte Versorger dann ausfallen, dass es dann auch Dominoeffekte auf dem Markt gibt. Also er hat da ein Worst-Case-Szenario dann auch an die Wand gemalt, was jetzt potenziell nicht eintritt, wenn man berücksichtigt, dass bestimmte Unternehmen, die davon profitieren, die Österreicher OMV wird da unter anderem genannt, die zwar Verluste machen mit ihrem Gasgeschäft, aber dann auf der anderen Seite wirklich gute Gewinne einfahren, hohe Gewinne einfahren mit ihrem Stromgeschäft. Und bislang ist die Ansage so, oder jetzt ist die Ansage so, dass man irgendwie merkt, Robert Habeck tritt ein Schrittchen zurück, versucht sich meiner Ansicht nach da so ein bisschen Platz zu schaffen mit dem Hinweis auf die juristische Prüfung dieser Gasumlage. Christian Lindner ist ihm da gestern Abend so ein bisschen beigesprungen bei Maybrit Illner, der zumindest diesen Raum schaffen will, dafür die Gasumlage nochmal zu überprüfen. Mehr Druck kommt da meiner Ansicht nach von der SPD. Saskia Esken wird unter anderem in Printmedien zitiert damit, dass sie den Bundestag ins Spiel bringt, diese Gasumlage dann vielleicht doch auch noch scheitern zu lassen. Und jetzt fragt man sich halt natürlich, wie viel Sinn oder Unsinn steckt eigentlich in diesem Hinweis auf die juristische Prüfung. Ich weiß nicht, Stefan, du hast dir das heute nochmal angeschaut mit den juristischen Grundlagen. Ist das jetzt so ein Ausweichmanöver von Habeck, dass er versucht jetzt irgendwie übers Wochenende da so ein bisschen Spielraum zu gewinnen, dass er vielleicht auch versucht, das so ein bisschen auszulagern an eine juristische, nicht an eine politische Instanz? Welches Fazit ziehst du draus? Das glaube ich nicht, dass da was ausgelagert wird, sondern da liegen tatsächlich die Probleme. Die ganze Geschichte ist ausgesprochen kompliziert, wenn man sich das anschaut. Allein die rechtlichen Grundlagen, diese Umlage wird erhoben aufgrund einer Vorschrift im Energiesicherungsgesetz, ein Gesetz aus den 70er Jahren, aus den damaligen Energiekrisen, das ja jetzt gerade erst im April, dann im Juli geändert wurde mit Blick auf die jetzige Energiekrise und das dann das Verfahren regelt, in dem diese Gasumlage erhoben werden kann. Und wir wissen, das wurde ja auch im Podcast erzählt von Jörg Münchenberg, da ist dann ein privates Unternehmen beauftragt, diese Berechnung vorzunehmen. Trading Hub Europe, da ist also etwas ausgelagert worden. Das ist aber gar nicht der Kern des Problems. Ich glaube, man hat schlicht etwas übersehen. Man hat sich ganz konzentriert auf diese potenziell notleidenden großen Unternehmen, 2, 3, vor allen Dingen Uniper, wo der Staat ja nun auch direkt eingestiegen ist und hat den drohenden Kollaps
dieser großen Gasversorger mit den verheerenden Folgen, die das hätte, gesehen und versucht, da Lösungen zu entwickeln und ist dann im Grunde überrascht worden, als dann auf einmal auf dieser rechtlichen Grundlage die Liste kam, wer alles davon profitieren kann. 11 Unternehmen, 12 können profitieren, 1 hat verzichtet, Shell. Und jetzt steht man vor der Situation, dass auch diese Berechnung nun nicht einfach eine freihändige Sache eines Wirtschaftsunternehmens ist, sondern auf rechtlichen Grundlagen bis hin zu komplizierten Formeln, die in der Verordnung, in der das geregelt ist, aufgelistet sind, dass das da exekutiert wird sozusagen. Und um das zu verändern, um dafür zu sorgen, dass wirklich nur die Unternehmen davon profitieren, die wirklich durch die Erhöhung der Gaspreise auf dem Weltmarkt existenzbedroht sind, müsste man jetzt an diese rechtlichen Grundlagen rangehen, müsste möglicherweise nochmal den Bundestag einschalten mit Zustimmung des Bundesrates. Und das Ganze muss dann konform sein zum EU-Beihilfenrecht, das da auch drauf schaut. Und das hat die Bundesregierung ja nun auch gelernt bei der Diskussion über die Mehrwertsteuer für die Gasumlage bzw. für die Gaspreise, dass dann eben Brüssel auch noch eingeschaltet werden muss und die Bundesregierung möglicherweise dann belehrt, nein, so wie ihr euch das vorstellt, geht das nicht. Also da sind jetzt wirklich sehr stark die Juristen am Gange, genau zu schauen, an welchen Stellschrauben kann da gedreht werden, wer kann da drehen, wer muss da drehen, welche parlamentarischen Verfahren müssen durchlaufen werden und was sagt am Ende Brüssel dazu. Naja, es ist natürlich auch eine Frage, ich habe das mit Jörg Münchenberg heute nochmal diskutiert, der ja das Thema jetzt schon seit Tagen auch bearbeitet. Ich habe ihn dann auch gefragt, hätte es denn politische Alternativen eigentlich dazu gegeben zu dieser Gasumlage, wenn man jetzt feststellt, dass sie so wie sie ist nicht wirklich befriedigend ist, dass sie vielleicht auch politisch schädlich ist. Hätte man es über einen steuerlichen Ausgleich machen können? Da steht im Raum, aber das ist auch noch nicht bestätigt, das ist eigentlich eher eine Vermutung, dass die FDP da Vorbehalte hatte, dass man dann irgendwie so in so eine Logik kommt, man will jetzt nicht ein Fass ohne Boden. Andere Beobachter, teilweise auch aus der Union, weisen darauf hin, dass Trading Hub Europe da möglicherweise auch Vorbehalte hatte, wenn der Staat einsteigt in wirtschaftliche Zusammenhänge, auch in Firmen, ist das natürlich für die Firmen selbst auch nicht das, was sie unbedingt wollen. Dass es da möglicherweise auch Widerstände aus der Wirtschaft gab. Also ich finde es dann auch, glaube nicht ganz trivial, dann hier nach Alternativmöglichkeiten, Alternativinstrumenten zu suchen. Aber ich habe das Gefühl, das klebt jetzt der Regierung erstmal am Bein. Und so nach dem, was ich jetzt auch gesehen habe, aus unterschiedlichen politischen Zusammenhängen, rechts wie links, ist diese Gasumlage in ihrer Negativität, mit ihren handwerklichen Schwierigkeiten eine Steilvorlage für politische Mobilisierung, entweder gegen die Gasumlage, gegen die Energiepolitik oder teilweise auch gegen die Bundesregierung im Ganzen. Ein Systemwechsel, das kann ich wieder sagen, wird es nicht geben. Auch der Regierungssprecher hat sich heute nochmal ganz klar bekannt. Wir stehen zur Gasumlage. Das ist das Instrument, mit dem wir arbeiten wollen. Und jetzt schauen wir vielleicht am Ende auch nochmal vor auf die nächste Woche. Nächste Woche trifft sich die Bundesregierung zu einer Kabinettsklausur in Meseberg. Da muss aus dem Wirtschaftsministerium was vorgelegt werden, da muss was geliefert werden und muss Klarheit herrschen, dass man auf diesem Weg wirklich weitermachen kann. Aber da ist jetzt auch die Ansage des Bundeskanzlers, die sich an seinen Vizekanzler und Wirtschaftsminister richtet, sehr, sehr klar, bring das in Ordnung, sorg dafür, dass wir damit rechtlich und politisch durchkommen. Wenn wir auf Meseberg schauen, dann muss man vielleicht nochmal auf den zweiten Punkt schauen, der uns auch beschäftigt und in der nächsten Woche dann wahrscheinlich nochmal beschäftigen wird. Das ist das Thema Stresstest, Kernkraftwerke, Verlängerung der Laufzeiten, Thema, mit dem du dich auch immer wieder beschäftigt hast, Nadine. Wir warten alle, was kommt da eigentlich und wann kommt das? Kann die Regierung das noch hinziehen oder würdest du sagen, auch da müssen die jetzt auf dieser Kabinettsklausur in Meseberg wirklich zu einer Lösung kommen, weil das ja auch ganz viele Kompensationsgeschäfte in der Koalition dann wieder möglicherweise beinhaltet? Naja, also es gibt einige Vermutungen, dass die Veröffentlichung des Stresstests entweder kurz vor oder vielleicht auch rund um diese Kabinettsklausur dann stattfinden wird. Ich finde, das ist natürlich auch so ein Thema, da muss sich die Bundesregierung auch mit auseinandersetzen. Ich glaube, die Schwierigkeit oder ein Punkt, den man beachten sollte, ist dieser Stresstest. Da ging es ja unter anderem um die Belastungsfähigkeit, die Resilienz auch der Stromnetze, unter denen, wie man es im Moment ja sieht, energiepolitischen Schwierigkeiten, auch Versorgungsschwierigkeiten, vor denen man steht, der Frage, wie viel Strom wird aus Erdgas produziert, wird dieser Strom in Deutschland verbraucht, wird der exportiert, braucht man dafür? Und das ist ja dann auch eine der Kernfragen, die damit beantwortet werden soll. Braucht man dafür einen Weiterbetrieb, einen Streckbetrieb oder eine Laufzeit?
Laufzeitverlängerung der 3 verbliebenen Atomkraftwerke, die es noch gibt, politisch für die Grünen eine extrem heikle Frage. Robert Habeck hat da jetzt schon mal ziemlich auf die Bremse getreten, hat gesagt, er könnte sich das eigentlich nur für eine Stromnetzstabilisierung vorstellen. Die Schwierigkeit, die ich sehe, ist, dass man vielleicht auch da aus diesem Stresstest, quasi aus diesen physikalischen Fragen, die man an das Stromnetz stellt, nicht super eindeutige Antworten oder super eindeutige Vorlagen für politische Entscheidungen bekommen wird. Vielleicht nicht in der Eindeutigkeit, in der man es gerne hätte, sodass es dann am Ende wirklich eine politische Entscheidung innerhalb der Regierung sein muss. Ich persönlich bin tatsächlich extrem gespannt, A, wie die Ergebnisse aussehen und dann B, auch wie die politischen Ableitungen dann daraus gezogen werden. Also du hast es ja angedeutet, wie schwierig das für die Grünen ist. Von daher halte ich es für ausgeschlossen, dass es zu einer Laufzeitverlängerung kommt. Was ich aber für wahrscheinlich halte, ist, dass man diesen Streckbetrieb auf den Weg bringt, dass man also sagt, diese 3 Kernkraftwerke können wir auch mit den jetzigen Brennstäben, und das sagen jetzt viele Experten, das sei vertretbar, das sei machbar, noch für einige Monate bis zum Frühjahr kommenden Jahres am Netz behalten. Ich glaube, daran wird diese Bundesregierung nicht dran vorbeikommen, auch wenn man immer wieder betont, ja, das macht ja nicht so viel aus, 2-3% des Strombedarfs in Deutschland, aber das erleben wir in der Diskussion ja immer wieder, dass es auch an anderer Stelle auf diese paar Prozentpunkte auch ankommt. Da würde ich auch an der Stelle sagen, anders als beim Thema Umlage, wo Nadine eben gefragt hat, sind die rechtlichen Prüfungen da nur ein Vorwand, um Zeit zu schinden, würde ich sagen, hier ist dieser Stresstest tatsächlich ein Instrument, um politisch Zeit zu gewinnen. Die Entscheidung ist am Ende eine politische Entscheidung. Ich würde auch sagen, die Regierung kommt um den Streckbetrieb nicht herum. Die Kernkraftwerke werden länger laufen müssen. Übrigens nicht nur aus nationalen Erwägungen heraus, sondern glaube ich auch auf internationaler Bühne. Auch Annalena Baerbock, wenn die als Klimaaußenpolitikerin durch die Welt reist und dann im November zur Klimakonferenz nach Südafrika, nach Ägypten reisen wird, da wird die zeigen müssen, wenn sie in eine Rolle geht und anderen Ländern viel abverlangt, große Anstrengungen, wenn sie anderen Ländern abverlangt, auch politisch Opfer zu bringen, um Klima zu schützen, dann wird man fragen, und was tut Deutschland und was tun die Grünen? Und da ist der Vorwurf, die Grünen aus sachfremden Gründen möglicherweise würden sich einer Laufzeitverlängerung oder wenigstens einem Streckbetrieb bei den deutschen Kernkraftwerken widersetzen und gleichzeitig auch zum Stromsparen in Deutschland aufrufen, das ist, glaube ich, auch international nicht haltbar. Da kämen die in ein schweres Wasser. Ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Energiewissenschaftler, Energieexperten. Ich habe mit Volker Quaschning diese Woche etwas länger reden können. Der sagt, naja, es gibt auf der anderen Seite aber auch hohe Risiken, die man damit eingeht. Da gibt es immer den Hinweis auf die fehlenden Sicherheitsüberprüfungen, die es lange nicht gegeben hat. Und das Gegenargument dazu lautet eigentlich, das, was man an Strommenge dann am Ende aus diesen 3, es müssen ja auch nicht unbedingt alle 3 AKW länger laufen, steht eigentlich in keinem Verhältnis zu dem, was an ökologischer Katastrophe drohen könnte, wenn es dort sicherheitsrelevante Vorfälle gibt. Also da gibt es, ich glaube, auch Nadine, innerhalb sozusagen sagen, der Grünen, auch der Energie-Community ein Ringen. Aber ich würde sagen, das ist die alte deutsche Diskussion, die jetzt national und international in einem anderen Rahmen stattfindet. Und ich glaube, dass sich das Deutschland im Augenblick nicht leisten kann, nicht mehr leisten kann, diesen deutschen Sonderweg, den wir da gegangen sind mit dem konsequenten Abschalten der Atomkraftwerke, den jetzt in der Radikalität und Konsequenz weiterzugehen, wie sich das manche Grüne wünschen würden. Da wird man Kompromisse machen müssen. Ich kann mir das wirklich nicht anders vorstellen. Und ich glaube, dass das deswegen in Meseberg bei dieser Kabinettsklausur entschieden werden muss, weil das eben nichts ist, was man irgendwie sich von Juristen erklären lassen kann, was einfach eine Frage des Rechnens ist, sondern weil das eine Frage politischer Glaubwürdigkeit, aber auch des politischen Kompromisses ist, wo die Grünen natürlich in der Situation sind, sagen zu müssen, da verlangt ihr uns ab, was zu erklären, etwas zu opfern von unserem politischen Kernbestand, programmatischen Kernbestand. Das geht nicht ohne Preis ab. Und da wird man zur SPD schauen und zur FDP schauen und sagen, was liefert ihr denn? Schauen wir mal, was dann aus dem Tempolimit werden wird. Ja, das wird sicherlich eine große Rolle spielen. Darüber muss eigentlich diskutiert und entschieden werden auf dieser Kabinettsklausur. Aber ich glaube, eine ganz andere Frage rückt auch immer mehr in den Vordergrund. Wann kommt das dritte Entlastungspaket?
Das habe ich selbst erlebt und der Kanzler hat es ja gestern Abend erlebt bei einer Diskussion mit Bürgern. Ich selbst habe es erlebt, als ich auf dem Weg zum Flughafen, als ich nach Kanada geflogen bin, mit dem Busfahrer ins Gespräch gekommen bin und wo dann gefordert wird, wir müssen die Sanktionen aufgeben. Wir können nicht mit ansehen, wie unsere Wirtschaft den Bach runtergeht, wie kleine und mittelständische Unternehmen das tun. Und dem sah sich ja der Kanzler dann auch gestern immer wieder konfrontiert. Und da muss jetzt eigentlich schnell was kommen. Das hören wir ja auch aus den Parteien, das hören wir auch aus der SPD, dass da der Druck wächst, dass der Kanzler dafür kritisiert wird, dass auf der einen Seite die Gasumlage angekündigt wurde. Okay, dann gab es die Senkung der Mehrwertsteuer auf die Gasumlage auf 7%. Aber er sagt immer, da muss mehr kommen. Wir müssen die Bürger, wir müssen die Betriebe entlasten. Und das muss jetzt konkret werden. Das ist eine Argumentation, die mir auch an vielen Stellen wieder begegnet, also die man ja zum Beispiel auch in offenen Briefen, aus Schneeberg hat man das gesehen, der Bürgermeister von Schneeberg hat sich genau in ähnlicher Form geäußert. Es gibt diesen viel zitierten Brief von Handwerkern, unter anderem aus Sachsen-Anhalt. Und ich habe es in Reinform dann auch nochmal von Tino Chrupalla, AfD-Co-Parteichef, diese Woche gehört, der zu einem interessanten Termin eingeladen hatte am Dienstag. Wurde kurzerhand die Hauptstadtpresse, die AfD-berichtende Hauptstadtpresse eingeladen in die AfD-Parteizentrale in Charlottenburg. Da wurde dann verkündet, wie man sich denn den Demo-Herbst so vorstellen würde. Und da ist genau diese Argumentation auch sozusagen, kleine Betriebe, Mittelständler werden dort dann als die Leidtragenden dieser Politik dargestellt. Und dann gibt es quasi das ganze Feld. Man müsse sich mit Russland wieder ins Benehmen setzen. Man müsse auf Russland zugehen, um preiswerte Energielieferungen zu bekommen. Man müsse auch quasi als Zeichen des guten Willens Nord Stream 2, die Pipeline wieder öffnen. Und so sehe ich es tatsächlich jetzt auch in so einem ganzen Panorama an politischer Mobilisierung, die es um dieses Thema gibt. Von linker Seite wird es aufgegriffen. Wir haben die Linkspartei schon angesprochen, die am 5.9. Demonstrationen unter anderem dann auch in Leipzig umsetzen möchte. Und auch die MLPD, die marxistisch-leninistische Partei, kommt da wieder um die Ecke mit einer Idee, die sich auf die Gasumlage bezieht. Da wird gesagt, wir boykottieren das Bezahlen dieser Gasumlage. Und wenn das nur genug Menschen machen, dann können sie uns nicht alle verklagen. Also man sieht, welche Schwungkraft das Thema bekommt. Und diese Frage, wie geht das weiter, auch mit verschiedenen Demonstrationen, die sozusagen von unterschiedlichen Akteuren angereizt werden, würde ich einfach nur sagen, allein dieser Vormittag hat gezeigt, wie viel Bewegung da im Moment drin ist. Es gab ein Pressegespräch der Amateo-Antonio-Stiftung. Dann quasi parallel dazu gab es ein Paper von Miteinander e.V., die sich auch viel mit rechten Strukturen auseinandersetzen. Es gab das Bundesamt für Verfassungsschutz. Also man sieht im Moment sehr viel Dynamik und ich finde, man sieht sehr unterschiedliche auch Anknüpfungspunkte, die ein, glaube ich, sehr breites Spektrum an Menschen auf die Straße rufen können in diesem Herbst. Ich glaube, das war ein wichtiger Hinweis von dir, Nadine, weil es auch das wiedergibt, was wir in der Redaktion viel diskutiert haben in den letzten Tagen. Dieser Blick auf mögliche Stimmungen, die uns da erwarten, welche Rolle werden die spielen im Herbst, das ist in der Politik sehr deutlich spürbar. Wir kennen den Satz, der von Annalena Baerbock überliefert wurde, die Warnung vor Volksaufständen, was für Diskussionen gesorgt hat. Und auch wir haben immer wieder darüber diskutiert, wie erfassen wir das eigentlich. Wir haben besprochen, du wirst auch rausfahren aus Berlin, Nadine, wirst dir Demonstrationen anschauen. Da versuchen wir, Gespür dafür zu kriegen. Und wir hatten es angekündigt, wir versuchen auch mit unseren Hörerinnen und Hörern ins Gespräch zu kommen, haben eingeladen, zum 14.09. hier ins Haus der Bundespressekonferenz. Da zeichnen wir einen Politikpodcast auf und da wird es dann eine Diskussion zum Gespräch davor und danach geben. Es hat ganz viel Interesse gegeben. Viele, viele haben uns geschrieben, würden gerne dabei sein. Deshalb haben wir die Zusagenliste jetzt mal geschlossen, aber es gibt noch eine Warteliste. Also wer noch Interesse hat, schreibe uns. Wir freuen uns über das Interesse. Politikpodcast@deutschlandfunk.de ist unsere Adresse. Und wie immer freuen wir uns nicht nur über Interesse an dieser Veranstaltung am 14.09., sondern über alle Hinweise, Kritik, Anregungen. Grüße an den Politikpodcast. Wir sagen für heute, das war's. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao, ciao.